Hallo ihr Lieben. Damit ihr uns über den Sommer nicht vergesst, gibt es heute mal ein kleines Spezial. Man muss ja bedenken, dass es bei der offenen Bühne zumeist die Pressearbeit gibt, die im Hintergrund läuft, den Jens, der die Filmchen macht, was im Hintergrund läuft, die Organisation und so weiter. Aber es gibt noch viel mehr. Es gibt zum Beispiel Instrumente, die mitgebracht werden von den Künstlern, und es gibt Instrumente, die hier sind, wie den Flügel, und der muss ja immer mal gestimmt werden. Deswegen stellen wir euch heute den Roland Müller vor, was bei uns der Klavierstimmer ist. Kommt mal mit. Herr Müller, ich finde das total spannend, was Sie machen. Für Sie ist das wahrscheinlich gar nicht so spannend, weil das Ihr täglich Brot ist. Können Sie mir kurz erzählen, Sie sind Pianist und Klavierstimmer. Was ist man zuerst? Ich bin nur Klavierstimmer. Nur Klavierstimmer? Ja. Wie wird man denn Klavierstimmer? Ja, da macht man eine Facharbeiterausbildung bzw. ja, eine Lehrausbildung dazu als Klavierbauer. Ja. Und lernt das Klavierstimmen dann nebenbei. Also ich bin aber kein Klavierbauer, da ich sehbehindert bin. Und da kann ich ja schließlich keine Klaviere bauen, wegen Farbe und so weiter. Geht ja nicht. Farblackierung kann ich ja nicht machen. Ja. Und so weiter. Also kann ich kein Klavierbauer lernen direkt, sondern bei uns nennt sich das Klavierinstandsetzer. Aha. Ja. Und da lernen wir auch das Stimmen. Und wie lange machen Sie das schon? Vor 35 Jahre. Ach Gott. Wo kommt denn diese Leidenschaft her, sich ans Klavier, also das Klavier zu stimmen und wieder so zu machen, dass es schön klingt? Das ist die mechanische Faszination. Wie funktioniert das alles? Also warum kommt da ein Ton raus? Das hat mich von Kind an schon interessiert. Wir hatten im Internatshaus, sage ich mal, ich war im Internat in der Schule und da standen so zwei alte Klaviere rum. Und da bin ich oft hingegangen und habe geguckt, wollte immer wissen, wie funktioniert denn das? Warum kommt da ein Ton raus? Ja, und da habe ich da schon angefangen, einfach so mir was zu erfummeln. Und das hat mich halt interessiert, diese mechanische Spielerei da. Ne? Wie spielt sich das alles ab? Haben Sie sich da heimlich an das Klavier gesetzt abends, wenn keiner geguckt hat? Ja, ich hatte auch in der Schule so Klavierunterricht und da habe ich das genutzt und habe gesagt, ich gehe üben. Aber ich habe mehr gebaut als geübt. Das ist ja witzig. Und, wie gehen Sie das an, wenn Sie jetzt sozusagen wie von uns gebucht werden? Bitte machen Sie unser Klavier so, dass es schön klingt. Oder unseren Flügel in dem Fall. Wie gehen Sie das an? Sie setzen sich ran und das geht alles übers Gehör? Oder wie machen Sie das? Ja, also es gibt ja einen gewissen Kammerton, einen Grundton, den das Instrument braucht, um mit anderen Instrumenten zusammen zu spielen. Ja? Mhm. Der ist? Das ist das A. Ne? Mhm. Und das liegt ja auf einem bestimmten Bereich, also Frequenzbereich. Und der ist ja bei 440 Hertz genormt. Mhm. Seit 1900 noch was. 38, glaube ich, war das. Ist jetzt die 440. Früher war es mal weniger, dann waren es mal 435. Also gab es verschiedene Epochen. Im Moment liegt aber 440, der Normton, sagt man dazu, der Kammerton. Mhm. Die Orchester, die wollen das alle meistens schon wieder etwas höher haben. Je nachdem, jeder hat einen anderen Wunsch. Mhm. Mancher Pianist sagt, nee, ich möchte 440 haben. Mancher sagt, ich möchte 442 Hertz den Grundton. Und könnten Sie das mit Ihrem Ohr von 440 auf 442? Den Grundton nehme ich mir dann von der Stimmgabel. Ah. Da habe ich eine verstellbare Stimmgabel. Ja. Warte mal. Verstellbare Stimmgabel, die ist hier drin. Kleinen Moment. Und ja, die kann ich so verstellen. Da sind so Schräubchen. Ja. Da kann ich den Ton einstellen. Hier sehen Sie auch die Tonskala. Ja. Oder ich nehme es vom iPhone, ganz modern, elektronisch. Ne? Also da gibt es einen Generator, da kann man einstellen, die Frequenz 440 Hertz. Ah. So, die nehme ich dann, vergleiche ich dann mit dem A, ne? Also dann nehme ich das, wird das verglichen, dann wird das A auf diese 440 Hertz genommen und danach kommt nur das Gehör. Danach wird dann, nach Gehör werden dann die Intervalle, nach diesem einen Ton werden die alle eingerichtet. Ist das anstrengend auf Dauer? Ja. Also ja, ne? Erfordert ja eine hohe Konzentration. Ist eine psychische Anstrengung, geistige Anstrengung. Nicht körperlich, aber geistig ist es sehr anstrengend. Bei 3-4 Klavieren nachher, da sage ich, jetzt kann ich nicht. Ich wollte gerade fragen, wie viele Klaviere schaffen Sie am Tag? Wenn es mal sein muss, schaffe ich auch mal 5. Aber das ist dann.
Viel. Dann ist viel. Viel, ne? Viel. Und ist das so ein Glücksgefühl, wenn das Klavier dann fertig ist? Wie stelle ich mir das vor, dass man denkt, ach so, jetzt haben wir wieder 440, jetzt kann ich nach Hause gehen. Oder wie fühlt sich das an für Sie? So ähnlich. Ja? Ich bin auch manchmal etwas unzufrieden. Das liegt aber dann daran, wenn die Mechanik nicht richtig funktioniert oder wenn irgendwas, sagen wir mal, das Klavier zu alt ist und die Wirbel halten nicht vernünftig, dass die sich wegdrehen. Ne? Die werden ja so reingedreht, wenn man hier so dran dreht an dem Knöpfchen. Mhm. Ne? Wo steckt er denn jetzt? Moment. Ne, den können Sie mal stecken. Der hin. Moment, ich zeige Ihnen das mal kurz. Ja. Sieht das? So, da dreht man ja dran. Ui. Der Zaun. Von oben muss er reingedreht werden. Ja. So. Und wenn das zum Beispiel lose ist, wenn das nicht mehr hält, dann ärgert man sich, dann kriegt man das nicht vernünftig hin und so. Aber wenn alles in Ordnung ist, mechanisch gesehen, dann ist schon so ein Zufriedenheitsgefühl da. So, jetzt kann man wieder vernünftig drauf spielen. Ah, ist meistens, sage ich, bei Kundschaft, so, jetzt ist es wieder ein Klavier. Ne? Oh, sehr schön. So ungefähr. Das ist spannend. Ja. Dann lassen wir Sie in Ruhe. Und morgen ist die offene Bühne. Bis dahin, wie lange brauchen Sie dafür? Eine Stunde? Ja, eine gute Stunde. Meistens ist so das Mittelwert, Mittelmaß. Ne? Super. Vielen, vielen Dank. Bitte. Wenn jemand Sie auch haben möchte, dürfen wir Ihren Kontakt weitergeben? Den können Sie gerne weitergeben. Das ist der Roland Müller und man kann sich dann bei uns melden. Vielen, vielen Dank und gute Konzentration fürs weitere Stimmen. Alles klar. Danke, tschüss. Tschüss.